Guten Abend. Ich habe jetzt mal mich ein bisschen gedreht, weil ich auf dem Podest arbeiten will. Jetzt habe ich wieder meine super helle Beleuchtung von da oben. Ich hoffe, dass ihr mich gut erkennt. Falls ihr mich nicht erkennt, könnt ihr im Studio anrufen, weil der Tom sitzt noch im Büro. Und dann könnte er das ein bisschen ändern. So, ihr holt euch euren Igelball. Wir fangen wie immer an im Stehen. Genau, im Stehen. Und schon sieht man meinen Kopf nicht mehr. Guten Abend. Hüpfe ich einmal noch eine Etage höher. So, jetzt sieht man meine Füße nicht mehr. Also wirklich. Hier. Ich kann auch tatsächlich gerade die Socken ausziehen. Ich bin auch viel zu dick angezogen. Die Tina hat hier gerade Reha-Sport, autogenes Training und die Haltung stand noch auf 5. Hier ist etwas warm. So, wir rollen als allererstes die Füße aus, richtig schön durchkneten. Nimm dir Zeit für deinen Fuß. Mit dem fangen wir heute auch an, ganz unten. Schön spreizen und richtig genießen. Wir haben heute Abend 60 Minuten Zeit zu unserer Dehnübung. Das heißt, wir können alles schön langsam machen. Ich kann noch mal ein bisschen was erklären. So. Ich werde immer wieder gefragt, was ist denn das für ein Ball? Das ist der Igelball. Schau mal, der ist nicht in dem Säckchen dabei. Der kostet bei uns 2,50 Euro. Wenn du zu mir in den Kurs kommst, dann kannst du dir den bei mir leihen. Aber viele haben sich einfach aus hygienischen Gründen, weil das Barfußrollen ist viel schöner als mit Socken, haben sich halt viele eingekauft. Der hier ist angenehm zum Eindrücken, also der ist nicht steinhart, hat jetzt wieder nichts mit Faszientraining zu tun, sondern eher muskulär und ist wirklich sehr anregend. Tut einfach gut am Abend, am Morgen tut es genauso gut, seine Füße mal durch. So, noch nicht hinsetzen. Ich habe das hier hinten mal aufgebaut. Du hast ja, wenn du hast, so eine Maxi-Rolle. Sieht man das? Die Medi-Rolle. Und diese kleine Mini-Rolle. Du brauchst jetzt für die Fußsohle diese ganz kleine Mini-Rolle. Und zwar legst du die auf deine Matte. Und wenn ich anfange, habe ich meistens den großen C2 und 3 drauf und roll jetzt langsam Richtung Ferse. Jetzt kommen alle 15 langsam auf die Rolle. Der große rollt schon wieder runter. Nimm wieder das Körpergewicht hinterher und rolle tatsächlich meinen kompletten Fuß aus. Richtig ausrollen, ausrollen, ausrollen. Und dreh mich. Auf meiner Yogamatte, die so schön rutschfest ist, rollt die Rolle nicht so schnell weg, als wenn du das zu Hause auf dem Laminat oder so machst oder auf den Fliesen, dann haut dir die Rolle schnell mal ab. Falls ihr denkt, was brummt hier so, ich habe hier den Luftfilter nochmal angemacht. Ist auch mein Ton ausgemacht. So, mit der glatten Rolle haben wir die Fußsohle einmal ausgestrichen. Wir nehmen unsere Füße. Ich glaube, ich nehme dich doch die Etage weiter runter. Und schon müsstet ihr mich ein kleines bisschen besser sehen können. Wir fangen mit dem linken Fuß an. Ich habe meine Stoppuhr. Da steht auch mein großes Glas mit schönem leckerem Tee. Ich habe hier meinen Fuß so auf meinem Oberschenkel abgelegt, das kannst du im Sitzen oder auf der Matte sitzen machen oder wie ich auf einer Erhöhung, dass das Knie oben ist und wir so eine abfallende Linie haben. Mit der rechten Hand nehme ich alle 5 Zehen vom linken Fuß, knicke die einmal um in diese Ballerina-Position, also ich überstrecke den Fußspann und ziehe alle Zehen Richtung Ferse. Das heißt, du hast hier im Oberfuß Sprunggelenk Spannung bis hoch zum Schienbein. Und zwar ist die Spannung schon ein bisschen eklig. Also auf einer Schmerzskala von 0 bis 10 bist du auf einer 8. Also eine 8 ist nicht mehr in deiner Komfortzone.
aber du bist auf gar keinen Fall auf einer 10, weil du dann wahrscheinlich Schnappatmung hast. Ich starte meine Stoppuhr und wir halten das 20 Sekunden und dann kommt unser Powerteil. Falsche Richtung. Jetzt habe ich mich verdrückt. Super. Wir starten auf einer 10. Mit 10 Sekunden. Jetzt. Alle 5 Zehennägel von deiner linken Fußzehe drückst du in die Handfläche, als wenn du die Füße strecken willst. Noch ein paar Sekunden drauf. Ausatmen, nicht mehr versuchen zu strecken. Zieh weiter mit beiden Händen die 5 Zehen von deinem linken Fuß Richtung linke Ferse. Also richtig, alle 5 Mittelfußknochen spürst du, dein Sprunggelenk und dein Schienbein. Feste ziehen. Und jetzt versuch zu strecken. In deiner Hand versuchst du alle 5 Zehennägel gegen deine Handfläche zu strecken. Weiter, 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 weiter. Noch ein bisschen. Stopp. Ausatmen. Ziehe nochmal stark an deinem Fuß. Achtung. Dein Knie ist oben. Ne? Abfallende Linie. Ich merke richtig schön Spannung bis hoch im Schienbein. Wir haben jetzt noch einen dritten Powerteil, wo ich möchte, dass du 100% gibst, okay? Letzte Runde, Vollgas. Versuch zu strecken, aber du lässt nicht einen Millimeter zu. Weiter, 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 aus. Zieh weiter zu dir ran. Bei mir brennt es jetzt hier zwischen den Mittelfußknochen. Deine Zehen und komm nochmal alleine in diese Position der Überstreckung. Streck alle 5 Zehen von deinem linken Fuß nach unten, komm weiter, 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 noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen und löse. Bei der Liebschau-Brach-Technik hast du immer dieses aktive und passive Dehnen, was sich abwechselt. Dafür habe ich mir auf meinem Tablet so einen Timer, wo ich jeweils einen 20 Sekunden Teil, wo wir dehnen und den 10 Sekunden Teil, Power Teil, mir so ein bisschen mit dem Ping anzeigen lasse. Ich mache mal gerade meinen Lüfter aus. Und rechts. Du legst den Fuß ab. Knie ist oben, Fuß ist unten, kein Knick im Sprunggelenk. Du greifst mit der linken Hand alle 5 Zehen vom rechten Fuß. Ich nehme die rechte Hand dazu. Ziehe alle 5 Zehen Richtung Ferse. Du spürst das Mittelfußgewölbe, Sprunggelenk, Schienbein. Und ich drücke Start. 10 Sekunden lang kommst du erstmal auf eine richtig schöne 8. Ich brauche richtig Power in den Armen. Richtig Power. Zieh, 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 zieh. Eine 8 ist nicht mehr in deiner Komfortzone. Hier habe ich meinen Hallux, da muss ich ordentlich dran arbeiten. Achtung! Du versuchst aktiv alle 5 Zehen zu strecken. Das heißt, deine Fußnägel drücken gegen die Handfläche von deiner linken Hand. Weiter. Stopp. Ausatmen. Und ich ziehe ein bisschen stärker. Es kann sein, dass du Muskelkater findest. Es kann sein, dass du dein Sprunggelenk ein bisschen spürst. Ich spüre meinen großen Zeh ganz gewaltig. Runde 2. Achtung. Versuch nochmal, alle 5 Zehen zu strecken. Vergiss den kleinen nicht, den vergisst man total gerne. Stopp, nicht mehr drücken, wieder ziehen. Das ist wie kleines Krafttraining für jeden deiner 5 Zehen. Jeder Zeh hat eigene Muskeln, eigene Gelenke. Boah, es brennt bei mir im großen Zeh. Letzte Runde Power. Alle deine 5 Zehen von deinem rechten Fuß wollen sich strecken, aber die sind ja fest hier in deiner rechten und linken Hand. Letzte Runde. Immer wenn dieses schrille Klingeln kommt, weißt du, es sind die letzten 20 Sekunden, die kommen mir meistens am längsten vor. Komm richtig schön rein. 10, 10, 10, 10, 10. Noch ein bisschen, noch ein bisschen.
langsam, richtig langsam raus. Zehen bewegen und alle fünf Zehen nochmal strecken. Spannung in den Fuß spannen. Komm, beweg deinen Fuß. Weiter, 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 strecken, strecken, strecken und auflösen. So, damit, ich habe heute gesehen, es sind unheimlich viele neue Gesichter in meine Gruppe reingekommen, damit ihr einfach nochmal mit mir üben könnt, weil ihr vielleicht das Video, was ist Liebsche und Pracht und wie funktioniert das, noch nicht sehen konntet, üben wir das nochmal mit den Händen. Bei den Händen kann ich das immer ein bisschen einfacher erklären. Komm mal in den Vierfüßler. Wenn du merkst, es geht Richtung Tennis oder Golfellenbogen, kannst
kannst du immer wieder an die Übung gehen, die mit deinen Händen und deinen Handgelenken zu tun haben. Wir nehmen uns die große Rolle und wir rollen einmal das fasziale Gewebe auf dem Rücken und dann nehmen wir uns schon die Beine vor. So, ich bleibe mal hier oben. Ich hole mir nur eine zweite Matte dazu, damit ihr, ich habe mir extra die grüne Hose angezogen, wo ich glaube, das sieht man ganz gut, damit ihr seht, wo die Rolle lang läuft. Und zwar setze ich mich auf die Rolle. Meine Rolle hat eine Vertiefung. In diese Vertiefung kommt immer die Mitte deiner Wirbelsäule, ne? Diese Dornfortsätze. Wenn du die hier ertasten kannst, weißt du, du rollst gleich nicht da drauf, die kommen in die Vertiefung. Ich halte mich am Schienbein fest und roll erstmal Richtung Kreuzbein. Jetzt habe ich Angst, dass ich nach hinten falle, dann nehme ich die Hände zurück und rolle jetzt ziemlich genau auf mein Bein ISG-Gelenken und gehe zum Beckenkamm. So, jetzt bin ich noch auf dem Becken. Wenn ich jetzt weiter rolle, schön gleichmäßig, kommst du in den Bereich deiner Lendenwirbelsäule. Da ist rechts und links hier Innendarm. Und du rollst weiter, die Wirbelsäule kommt in die Vertiefung. So, jetzt kommt hier die unterste Rippe und dein Brustkorb. Nur wenn du magst, kannst du die Arme hochnehmen, kannst auch den Nacken stützen. Suche dir das, was du brauchst. Brustwirbelsäule langsam, schön ein- und weit ausatmen. Nicht erschrecken vor Geräuschen, dann knackt es ganz gerne mal. Popo schön hoch. Und Achtung, wenn du ziemlich weit oben bist, an den Spitzen deiner Schulterblätter, geht es nicht mehr weit. Gut, sehr schön. Ich schaukel mich hoch, drehe mich und nehme mein rechtes Bein. Und zwar in meine Vertiefung lege ich tatsächlich erstmal nur meine Ferse. Nur die Ferse. Linkes Bein drüber, wenn du es etwas härter möchtest, also ein bisschen intensiver. Linkes Bein kannst du unten lassen, dann tut es nicht ganz so weh. Schon jetzt langsam von der Ferse mit Druck geht es los in die Achillessehne und in den Ansatz deiner Wade. Ojemine. Druck drauf lassen, ich muss das Becken absetzen, Hände rutschen nach und ich rolle weiter in die Wade. Eieiei. Ich muss wieder absetzen, nachrutschen, jetzt kommt meine Kniekehle. Vielleicht hast du eine Bakerzyste oder Knieprobleme. Schau mal, ob du das aushalten kannst mit beiden Beinen übereinander oder ob du das linke mal kurz hochnehmen willst. Fang mal langsam an, deinen Beuger zu erkunden. Wie geht's dem? Ich bleibe schön mittig auf meinem Beuger bis auf meinen Sitzbeinhöcker, wo wir eben gestartet haben mit dem Rücken. Jetzt lege ich mich rechts nochmal richtig in das Gesäß rein und gehe wieder bis zu meinem Beckenkamm. Gut. Einmal drehen, andere Seite. Links. In die Kuhle lege ich meine Ferse. Ich nehme jetzt das rechte Bein drauf und roll genüsslich über die Ferse in den Bereich der Achillessehne und in die Wade rein. Immer wieder Druck drauf lassen, schön gleichmäßig ausstreichen das Gewebe. Einige von euch spannen wie ich eher den Fuß an, also flexen. Und andere strecken oder versuchen wirklich komplett den Fuß zu entspannen. Kniekehle kommt bei mir. Richtig schön langsam. Kannst du da reinrollen. Gestern hatten wir Pilates mit den vielen gestreckten Beinen. Ich bin jetzt wieder auf dem Sitzbeinhöcker. Jetzt lege ich mich auf die Seite. Und nehme mir das Gesäß vor bis zu diesem Beckenkamm wieder. Gut. Sehr schön gemacht. So. Einmal ausschütteln und einen großen Schluck trinken.
Schultern im Sitzen trainieren. Darfst du bitte mal aufstehen? Da ich die Kamera nicht noch mal umbauen möchte, bleibe ich mal kurz im Fersensitz. Du hast ja eine Schlaufe, ne? Ob du jetzt einen Gurt hast, die Originalschlaufe oder einen Gürtel oder sowas. Ich hätte gern die Arme gestreckt, über Kopf. Jetzt kommt eine fiese Acht, bis runter aufs Becken. Bauch ist fest und du führst wieder vor. Deine Acht ist nicht meine Acht, ne? Deine Acht ist, wenn du hochgehst und denkst, ach du Schande. Wenn du das ohne Ach du Schande schaffst, bitte enger greifen, dann ist es keine Acht mehr. Dann bist du vielleicht nur noch auf einer 7. Wenn du die Arme aber gar nicht über Kopf nach hinten bringen kannst oder du weichst total aus, ne? Oder deine Arme sind ganz schief, dann greif weiter. Such deine Acht. Ich merke das immer, wenn ich so locker weiter erzählen kann, ist es keine Acht mehr. Dann greife ich hier ein bisschen enger. Aber hier bin ich total geübt. Hier habe ich wirklich viel trainiert. Und das geht relativ einfach bei mir. Ist gemein, gell? Komm, noch viermal. Hol dir eine Acht. Bleib unter der 10. Drei noch. Zwei mehr. Letztes Mal. Okay. Wenn ich eine Stunde Zeit habe, kann ich ja was erzählen. So, pass auf. Bei uns ist es ja so, wir haben ja verschiedene Zirkel. Und wenn ihr mit einer Problematik kommt, dann sagen wir immer, erst kommt die Beweglichkeit, dann kommt das Krafttraining. Weil wenn ich meine Schulter nicht bewegen kann, in dem Radius, was sie sich bewegen soll, und ich trainiere Bankdrücken oder Rudern, ich verfestige ja eigentlich nur das, was noch nicht ganz in Ordnung ist. Also ich trainiere den Muskel, aber der ist noch gar nicht so, dass er eigentlich den kompletten Radius sich bewegen kann. Und ich verfestige eigentlich das Problem. Deshalb, viele schlucken immer am Anfang, wenn ihr den Flexzirkel sehen, es geht bei uns erstmal daran, dass du beweglicher wirst. Deshalb gibt es diesen Kurs, wo wir an dem faszialen Gewebe arbeiten, sodass du dann auch, wenn du zu mir ins Langhantel kommst, richtig in den Liegestütz gehen kannst oder richtig Bankdrücken machen kannst. Weil wenn du nur so kommst, weil das hier wehtut, bringt es dir nicht wirklich so viel, als wenn wir erst an der Beweglichkeit arbeiten. So, pass auf. Du brauchst deine Matte oder dein Handtuch. Dann brauchst du, wenn es geht, einen festen Grip. Ich habe hier nackte Füße, aber das geht auch heute nur, weil der Raum noch so schön warm ist. Du greifst über Schulter breit. Und zwar halte ich mich mit der Faust in den Zipfeln meiner Matte fest oder aber, wenn du hast ein großes Badehandtuch, festhalten, dass du nicht wegrutschst. Du schaukelst dich mit dem Becken nach vorne, bis du hier vorne in der Schulter eine fiese Acht spürst. Du weißt genau, was eine Acht ist, wenn du drauf bist, okay? Ellbogen strecken, Bauchnabel fällt nach innen, Füße bitte gut aufstellen. So, nicht warten, ich drücke schon Start. 20 Sekunden dehnen wir ganz locker in der vorderen Schulter auf. Es darf im Oberarm brennen, es darf im Ellbogen brennen, alles okay. Guck mal, dass du tief atmest, nicht die Luft anhalten. Füße bleiben gut am Boden. Achtung, Powerteil. Wir drücken alle beiden Fäuste mit voller Kanne in den Boden. Runterdrücken, runterdrücken, nach unten drücken. Feste, 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 feste. Ausatmen, nicht mehr drücken. Guck mal, ob du schon ein bisschen weiter nach vorne kannst, also tiefer kommst. Vielleicht hat dein Gewebe schon ein bisschen nachgegeben. Deine Schulter ist ja ein Kugelgelenk, ne? Die ist da schon richtig, richtig mobil da hinten. Komm. 10 Sekunden lang Power. Beide Fäuste drücken rechts und links hinten in den Boden. Feste. Vollgas. Richtig fest. Ausatmen. Überprüfe. Ich schaukel mich ganz kleines bisschen weiter nach vorne. Und atmen. Tief ein. Überprüfe.
Hinten werden jetzt meine Hände ein bisschen schwitzig. Und aufpassen. Letzte Runde. Vollgas. Beide Fäuste drücken in den Boden. Das brennt im Ellenbogen, im Oberarm. Das schaffst du. Weiter, weiter. So, die letzten 20. Ich gucke nochmal. Ich habe an diesen Bereichen wirklich gearbeitet, weil meine Schultern brauche ich in jedem Kurs, den ich hier unterrichte. Und ich brauche die absolut schmerzfrei und beweglich. So, wie kommen wir hier raus? Beide Knie hoch, Beine hoch. Ich löse hinten die Faust und mit dem Gewicht meiner Beine ziehe ich mich langsam raus und bewege meine Arme. Das Rein und Raus ist ja immer schön langsam. Guck, dass du bewegst. Und jetzt gehen wir wieder aktiv in das Anpeilen. Handrücken zur Decke. Hinterm Rücken. Bauch ist fest und zieh nach hinten hoch. Fingerspitzen ziehen zum Unterarm und die Arme raus. Bauch einziehen. Hoch, hoch, hoch die Arme, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Du siehst wirklich aus wie eben in der Position. Und locker. Wenn du noch nicht das richtige Material hast, ist das überhaupt nicht schlimm. Du kannst jetzt so eine normale Rolle nehmen. Ich würde jetzt persönlich dir die Mini-Rolle empfehlen. Schau mal, der Unterschied ist wirklich heftig. Weil wir wollen die Unterarme und den Oberarm ausrollen. Das geht hiermit wirklich viel, viel besser. So, ich nehme meine Matte nach unten. Ich habe hier richtig schön Platz. Und wir rollen einmal Handfläche, Innenarm, Innenseite, Oberarm, Achselhöhle und dann Handrücken, Oberseite hier über den Trizeps in die Schulter. Nimm dir Zeit. Fang wirklich an den Fingerkuppen an. Du kannst es hier am Boden machen. Ich nehme jetzt hier mein Podest. Du kannst es auf dem Tisch, auf dem Stuhl. Du kannst es überall machen. Nur, der Druck bleibt drauf. Nicht den Druck hochheben. Schau. Leg die Fingerkuppen drauf. Von der rechten Hand. Die linke Hand drückt. Ich knete jetzt richtig jeden Finger aus. Pack. Ich gehe über mein Handgelenk. So, ich zeige mal, wenn jetzt mein Tisch zu kurz wäre, Hand und Unterarm drauf lassen, die Rolle nach hinten ziehen, aber der Druck bleibt drauf. Stell dir vor, wie bei einer Lymphdrainage, du verschiebst Zellflüssigkeit und die soll wirklich jetzt Richtung Lymphknoten, Achselhöhle ausgeschoben werden. Also Druck drauf lassen, au, Ellbogen, au, au, au. Ich nehme jetzt sogar noch das Gewicht von meinem Kopf drauf. Guck mal. Gehe richtig schön an die Innenseite von meinem Oberarm. Jetzt bin ich hier wieder sehr elegant. Schieb mich richtig in die rechte Achselhöhle. Das ist ein Bereich auch für uns Frauen ganz wichtig zu rollen. Es gibt ja immer noch viel zu viele Damen, die BHs mit Bügeln tragen, da können so schöne Lymphstaus entstehen im Achselbereich. Handrücken drauf, Fingernägel drauf und richtig schön umknicken. Es darf knacken, es darf knirschen. Deine Hand darf Geräusche von sich geben. Alles in Ordnung. Jeder bestimmt seinen Druck, aber ich möchte mich nicht streicheln, ich möchte mich ausstreichen. So, jetzt kommt der Trizeps. Uiuiui. Jetzt kann ich hier mich richtig schön hinten in die Schulter legen, meine Haare wickeln sich auch gerade mit rein. So, der rechte Arm ist fertig. Bei mir ist es so, dass der Trizeps manchmal bis zu einer Stunde nacharbeitet. Der pulsiert immer richtig und ist richtig schön heiß. Aber es tut ihm richtig gut. Ich fange wieder eine Handfläche an, linke Seite. Finger gucken drauf. Linke Hand.
rechte Hand schiebt. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Problematiken, ne? Dass jetzt Arthrosen in den Fingern sind, Daumenseite, Gelenksarthrose, Schnappfinger, versteifte Finger, Arthrose, Arthritis, fies, ne? Die ganzen Krankheiten. Dann gibt es Sehnenscheidenentzündung, ja, den Karpaltunnel, Tennis- und Golfellenbogen. Diese ganzen Züge, die einfach im Körper ganz oft durcheinander geraten und dann Probleme machen. Ich glaube, ich habe doch vergessen, den Ton auszustellen. So, und jetzt gehe ich richtig rein in meine Achselhöhle. Ich glaube, man sieht die Rolle schon wieder nicht. Ich brauche mal ein weißes Oberteil und rein. Für alle, die abends die Ringe nicht mehr abkriegen, einfach mal probieren. Also seit 2 Jahren habe ich nie wieder Probleme gehabt, dass ich irgendwie Wassereinlagerungen habe, seit ich so viel ausstreiche. So, Fingernägel drauf, Rückseite. Natürlich musst du das öfter machen als einmal. Dein Körper muss ja auch lernen, wenn es beim ersten Mal so furchtbar wehgetan hat, lass dir gesagt sein, es wird langsam besser. Aber Faszienrollen tut einfach wirklich ganz schön weh, ich weiß. So, jetzt kommt wieder mein Trizeps. Au, 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 und ich bin auch noch Linkshänder. Ich lege mich jetzt hier nochmal so ein bisschen elegant rein. Rückseite Schulter. Ausschütteln. Gut gemacht. Sehr gut. Wir gehen an die Beinrückseite. Du brauchst wieder etwas ähnliches wie eine Schlaufe. Gurt, Bademantel, Gürtel, Bademantel, Gürtel oder normaler Gürtel. Egal. Einen großen Schluck zu trinken, bitte alle. Weil ohne Flüssigkeit geht es nicht. Ich nehme mir meine Mini-Rolle zur Unterstützung. Ziel ist es, dass wir in der Leiste wieder richtig schön einknicken können. Der Bauch kommt Richtung Oberschenkel, Sitzbeinhöcker ziehen nach hinten und du kriegst Länge in die Rückseite deiner Beine, kriegst wieder Länge in den Oberschenkel und das heißt, der Zug auf die Hüfte wird ein bisschen weniger. Wir fangen mit dem linken Bein an. Unter meine linke Wade lege ich diese Rolle. Mein rechtes Bein winkel ich vorne an und lasse es einfach zur Seite hängen. Linke Zehenspitze zieht zur Decke. Meine linke Kniekehle sollte fest am Boden liegen. Okay. Jetzt nehme ich den Gurt um den Ballen, nicht oben um die Zehenspitzen und hole mich auf eine 8. Das heißt, ich merke, dass in der Rückseite linkes Bein, hier hinten im Po, und meistens auch ein bisschen im Rücken. Bitte halte dich jetzt nicht an den Gurt fest, sondern hol dich so weit nach vorne, wie dein Gewebe jetzt alleine schafft. Kommen die 10 Sekunden. Möchte sich dein linker Fuß strecken, aber du hältst mit beiden Händen dagegen und es passiert nichts. Okay. Komm nach vorne. Sitzbeinhöcker nach hinten, du kannst auch das Sitzfleisch so ein bisschen nach hinten ziehen und komm nach vorne. Keiner macht eine runde Brustwirbelsäule. Guck schön geradeaus, nicht nach unten. Also kein Buckelchen machen bitte. Rechtes Knie ist locker. Achtung! Gurt festhalten, linken Fuß strecken. Geht nicht, aber dagegen schieben. Komm, 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 feste, feste. Ausatmen. Nicht mehr krampfhaft festhalten, guck im Gewebe, ob du nach vorne kommst. Denk nochmal im Flexzirkel die Übung der Spagat, wo du nach vorne schiebst und wieder richtig in die Dehnung der Rückseite kommst. Genau da wollen wir hin. Festhalten und versuch den linken Fuß zu strecken. Alles was geht und noch ein bisschen mehr, komm. Ausatmen. Könnte jetzt
an meine Füße. Mein Rücken ist ganz gerade. Aber wenn ich gleich noch die letzte Runde powern will, nehme ich doch lieber den Gurt, weil da kann ich einfach besser festhalten. Schön nach vorne mit dem Bauch Richtung Oberschenkel. Oh, die letzte Runde Power. Versuch den linken Fuß zu strecken. Das linke Bein drückst du nach unten auf den Boden. Komm. Ausatmen. Es tut mir leid, wenn ich euch so anschreie. Es kommt einfach so durchs Anfeuern. Wenn ich gleich nach Hause komme, dann sagen wieder alle zu Hause, du brauchst nicht mehr so laut reden, Mama. Langsam löse ich die Schlaufe und komm ins Sitzen, nehme die Rolle raus. Wenn du auch das linke Bein hattest, wie ich, dann kommt das jetzt nach oben zur Decke. Das rechte Bein bleibt liegen, die Arme weg. Deine linke Zehenspitze zieht zur Nase und du holst das ganze linke Bein ran zu dir. Weiter, weiter, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, Knie strecken, komm. Und auflösen. Schaukel dich hoch. Einmal drehe ich mich, rechtes Bein. Vielleicht merkst du jetzt auch hier unten im Po die Sitzbeinhöcker. Die haben ja zum Glück schon gerollt, die Rückseite. Ich verstärke wieder ein bisschen, nehme die kleine Rolle unter die Wade, nicht direkt auf die Achillessehne. Den linken Fuß winkel ich hier an. Ziemlich dicht vorne am Sprunggelenk. Ne? Mein Knie ist ganz locker nach außen. Die Rolle, den Gurt unter den Fuß. Sitzbeinhöcker zack nach hinten. Rücken gerade nach vorne. Kniekehle am Boden. Und Rücken gerade. Blick geradeaus. Ich habe hier den Vorteil, ich habe hier überall Spiegel. Ich kann mich immer wieder kontrollieren, ob ich auch gerade sitze. Zehenspitze zur Decke. Komm. Gut festhalten und Feuer. Rechten Fuß strecken, 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 strecken. Geht nicht, dagegen schieben, dagegen schieben. Weiter, weiter. Ausatmen. Guck, ob du nach vorne kommst. Ja, bei mir war das auch, hast du gesehen? Ein ganz schönes Stück, ne? So. Aber wir wollen ja nicht hier oben dehnen, deshalb Brustwirbelsäule bleibt total gerade und gestreckt. Also bei Liebscher und Pracht ist es nicht jetzt hier mit der Nase zur Kniescheibe. Und versuch zu strecken. Alles was geht und noch ein bisschen mehr. Komm, da geht noch was, da geht noch was. Und komm nach vorne. Bei mir werden natürlich auch die Arme so schön warm, aber die haben wir ja eben schon schön gerollt und schön gedehnt. Zehenspitze zur Decke, Kniekehle rechts am Boden. Überprüf nochmal. Letzte Runde Power. Versuch diesen rechten Fuß zu strecken. Alles, was geht. Feste, feste. Noch ein bisschen. Letzten 20 Sekunden. Ich komme jetzt hier auch gut ran. Zehenspitze zur Decke. Wenn ich jetzt hier noch ein Stück nach vorne komme, merke ich hier richtig intensiv den unteren Rücken. Zehenspitze hoch, Rücken ist gerade, Bauch ist eingezogen. Langsam raus, Gurt lösen und einmal ausschütteln. Wir steuern wieder aktiv an. Ich halte das rechte Bein, das kommt nach oben. Linkes Bein ausstrecken, rechtes Bein hoch. Arme weg. Zehenspitzen zieht runter. Knie rechts strecken. Hol das Bein alleine in die Position. Komm, weiter, weiter, weiter. Und löse auf. Schaukel dich hoch. Ein ganz heftiger Engpass entsteht durch Sitzen. Hier werden wir einfach kurz, kürzer am kürzesten. Dann, wenn du so arbeitest, fährst du so nach Hause mit deinem Auto. Setz dich dann nochmal so oder so auf die Couch, um dich dann genau so schlafen zu legen. Das heißt, deine Leisten, dein Oberschenkel haben nie die Möglichkeit, sich aufzustrecken.
Und wenn wir hier kurz sind, dann hast du Züge in der vorderen Linie deines Körpers. Die machen Aua wo? Hier. Wenn man sich das anatomisch anguckt, die Züge, die vom Quadrizeps, vom Oberschenkel durchs Becken laufen, wo setzen die an? Ja, an den untersten Lendenwirbeln. Wo sind die meisten Bandscheibenvorfälle? Genau, weißt du Bescheid. Wir dehnen mal in der vorderen Linie sehr intensiv auf. Kann jetzt wirklich sein, dass du deine Handgelenke, deine Arme spürst, aber das sind ja immer nur Sekunden, gell? Probier einfach aus. Wenn du in Positionen, die wir zusammen machen, starke Schmerzen verspürst oder einfach denkst, ich kann das jetzt gerade nicht halten, du gehst raus, schüttelst dich aus und wenn du magst, steigst du wieder mit ein. Gar nicht schlimm, gar nicht schlimm. So, die Knie nehme ich genau unter die Hüften, also nicht so breit. Die Hände wandern von der Schulter eine Handlänge vor, Fingerspitzen nach außen, Füße habe ich auf dem Rücken, du darfst sie aber auch gerne aufstellen und wir schieben das Becken, das Schambein nach vorne. So, Bauch und Po spann ich an, drück dich mit den Händen von der Matte hoch und schau dir mal die Decke an. Schwuppdiwupp, merkst du wahrscheinlich, aha, da sitzt irgendwas am Schambein, ne, das ist der Bauchmuskel. Und wenn du dich noch weiter nach hinten neigst, in diese schöne Rückbeuge, merkst du ganz viel auch im Rücken. Bleib hier, ich drücke Start, bleib da. Bitte nicht einfach den Bauch nach unten durchhängen lassen. Zieh den Nabel ein bisschen hoch, kneif die Pobacken so ein bisschen zusammen und schau zur Decke. Die Hände sind genau unter deinen Schultern. Genau. Guck nach vorne. Achtung, du drückst beide Hände in den Boden und beide Fußrücken. Feste, feste runterdrücken, nach unten. Feste. Ausatmen. Mein Becken sinkt tiefer, mein Schambein, meine Leiste wird weich wie Butter. Und ich schaue zur Decke. Schieb deine Schultern weg vom Rollenchen, ja? Zieh den Hals lang. Atme ein. Guck wieder nach vorne. Und du drückst beide Hände in den Boden, beide Fußrücken feste, feste. Komm, 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 komm. Ausatmen, hoch. Wir hatten gestern 60 Minuten Bauchtraining in Pilates. Ich merke sowas von kurz über dem Schambein, rechts und links, meine Strenge vom Bauchmuskel. Aber es ist sehr angenehm, die zu spüren. Die Dehnung ist nicht angenehm. Und letzte Runde. Beide Hände drücken gegen den Boden. Beide Fußrücken drücken feste gegen den Boden. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ausatmen. Ein letzter Blick zur Decke. Atmen nicht vergessen, komm, nach oben schauen, nach vorne schauen, bleib bei mir, Ellenbogen beugen, so, Schambein ablegen, Hosenbund ablegen, Bauchnabel ablegen, stopp, Füße bleiben am Boden, Hände hoch, Ellenbogen hoch, zieh aktiv, hoch, höher, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Auflösen. Zehenspitzen aufstellen. Komm zurück. Sehr gut. Locker deine Hände aus. Good. Hast du super gemacht. Wir nehmen uns die Rolle und rollen einmal vom Sprunggelenk, also vom Fußrücken, komplett in die Leiste, über das Schambein auf den spitzen Beckenknochen. So, ich fange mal mit rechts an. Starte hier hinten. Das ist jetzt ein bisschen Übungssache mit dieser Position, eigentlich so aus der hohen Planke. Ist ganz schön anstrengend zu halten. So, ich habe meinen Fuß draufgelegt, lege mein linkes Bein drüber und streiche jetzt mal langsam ins Schienbein. Jetzt kommt mein spitzer Schienbeinknochen in die Vertiefung von meiner Rolle. Und ich schiebe mich richtig schön unter das Knie und ich rolle über meine Kniescheibe in den rechten Oberschenkel.
Da könnte ich tatsächlich bei meiner Größe, guck mal, in meinem Becken, da könnte ich beide Beine gleichzeitig rollen. Das mache ich zu Hause auch mal gerne, dass ich abends vorm Schlafen gehen nochmal richtig schön meinen Körper ausstreiche. Linkes Bein. Aber ich möchte nicht mein Schienbein ohne so eine Kuhle rollen. Weil mein Schienbein ist ganz schön spitz. Ob das mache ich einmal und dann nie wieder. So, links Fuß drauf, einmal Fuß drüber und ich roll langsam in das linke Schienbein. Schienbein ist heftig, oder? Merkt ihr? Linker Oberschenkel, Schambein und spitzer Beckenknochen. Sehr gut gemacht. Und einen großen Schluck trinken. Ich bin immer noch ein bisschen schnell. Also je langsamer, desto besser. In der nächsten Übung können wir zwei Versionen wählen, ob ich mehr an das Gesäß gehe oder mehr an die Leiste. Weil wir die Leiste jetzt eben schon hatten, gehe ich mehr ans Gesäß. Ich brauche meine Medirolle und meine Matte. Schütte die Beine vorne mal aus und wir gehen zusammen da rein. So, deine Matte hat hier vorne eine Kante. Die ist doch jetzt wahrscheinlich parallel zu deinen Schultern. Heb mal dein rechtes Knie und da schiebst du den linken Fuß durch und legst jetzt mal den linken Unterschenkel parallel zu deiner Matte. Passt. Jetzt setze ich mich auf die linke Pobacke, werfe das rechte Bein nach hinten, hebe die linke Pobacke hoch und schau mal, da lege ich quer die Faszienrolle drunter zwischen Oberschenkel und Gesäß. Rechtes Bein, guck mal, nach hinten ist Tinte. Linkes Bein, vorne parallel zur Matte und unter deiner linken Pobacke ist die Rolle. Bist du so senkrecht jetzt, dann pitzt es bei mir ordentlich rechts hier, sieht man dich in der Leiste und rechts im unteren Rücken. Ich möchte aber in das Gesäß. Ich komme hier nach vorne, suche so ein bisschen und gehe dann tiefer. Und ich drücke Start. Ich suche mir eine 8 in der linken Pobacke. Dafür kann ich hier schon ziemlich tief. Rechtes Bein ist gestreckt hinten, linkes Bein ist vorne. Die Rolle sitzt unter meinem linken Po und Oberschenkel. Jetzt pitzt es ordentlich im Gesäß. Der Gluteus-Trainer. Linkes Sprunggelenk und rechtes Fußrücken. Drückst du in den Boden. Alles, was geht. Linken Fuß runterdrücken. Ausatmen. Und ich krabbel weiter vor. Im Flexzirkel, ganz hinten links in der Ecke, wo du mit dem Bein auch so schön weit nach hinten schiebst. Genau, kennst du, ne? Spürst du links im Gesäß richtig heftig dazu. Linken Sprung, linkes Sprunggelenk und rechter Fußrücken. Drücke nach unten. Feste. Ausatmen. Nicht mehr runterdrücken. Ich krabbel noch mal vor. Schau noch mal, ist dein rechtes Bein schön lang hinten. Super. Es brennt ein bisschen links im Po. Letzte Runde. Linker Fuß. Und rechter Fuß, drücke nach unten. Links ist das Sprunggelenk außen und rechts der Fußrücken. Letzten 20 Sekunden. Ich komme mir vor, als wenn ich schon fast im Spagat ziehe. Befreie deinen Ischias, befreie deinen Piriformis. Komm, gib Gas. Langsam krabbel ich raus, nimm die Rolle raus, setz das Becken ab, hol mein rechtes Bein nach vorne, schüttel aus. Die Ansteuerung mach mit
Linkes Knie hoch, rechten Fuß reinfädeln. Rechten Unterschenkel parallel zur Matte. Auf die rechte Pobacke, linkes Bein nach hinten werfen. Unter deinen rechten Oberschenkel die Rolle. Oberschenkelgesäß. Dein Unterschenkel bleibt parallel zum Boden, linkes Bein streckt. Guck mal über deine Schulter, Rücken gerade. Hier pitzt es wieder links in der Leiste und ich merke den Rücken, rechts merke ich mein Gesäß. Und ich komme da ran, komme nach vorne und suche hier. Rechts ist meine Arthrosehüfte, das ist meine Seite, mit der ich ein bisschen mehr arbeite. So, Achtung, rechts das Sprunggelenk und links der Fußrücken, runterdrücken, alles was geht, alles was geht. Und tiefer, ich krabbel nach vorne, habe den Bauch hier schon richtig auf dem Oberschenkel, linkes Bein lang, rechts im Popo zieht es, es brennt ein bisschen wie Feuer. Und ganz. Rechtes Sprunggelenk, linker Fuß in den Boden drücken. Alles, was geht. Komm, 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 komm. Weiter, 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 weiter. Ausatmen. Wenn du in deiner Komfortzone bleibst, dann trainierst du nicht. Ne? Also, wer immer da bleibt, was er eigentlich schon kann, wo er nicht gefordert wird, nicht anfängt zu schwitzen, nicht anfängt zu schimpfen oder so, dann verändert ihr nichts. Komm, geh richtig tief mit mir da rein. Achtung, letzte Runde. Rechtes Sprunggelenk, linker Fußrücken. Vollgas. Da geht nichts mehr. Du kriegst Schweißtropfen auf der Stirn. Und rein. Und wenn das schon 30 Jahre so weh getan hat, ist kein Grund zu sagen, nächstes Jahr tut es weniger weh. Und glaube mir, wenn du daran arbeitest, hast du gute Chancen. Kein Hexenwerk, aber du hast gute Chancen. Langsam raus. Heb den Popo hoch, Rolle raus, setz ab, hol mein linkes Bein nach vorne und schüttel aus. Wir kommen nach vorne in den Schneidersitz, Fußsohle an Fußsohle. Und du ziehst aktiv deine Knie nach außen und weiter, weiter. Guck mal, links bin ich schon ganz gut und rechts steht noch ein bisschen hoch. Weiter, weiter, weiter. Und löse auf. Einen großen Schluck trinken. Es gibt so tolle Geschichten von Roland und Petra Liebscher-Bracht und ihren Patienten und Kunden auf YouTube. Und es sind so tolle Erfolgsgeschichten, da stöber ich abends manchmal rein. Oder unser André, der arbeitet ja auch als Liebscher-Bracht-Schmerzspezialist, der postet ja auch auf Instagram oder auf Facebook die Erfolgsgeschichten seiner Patienten. Und vielleicht erkennt ihr auf dem Bild mal den einen oder anderen oder fragt mal und da werdet ihr bestimmt eine ehrliche Antwort bekommen. So, wir nehmen uns nochmal die Rolle. Ich gucke jetzt mal, welche ich nehme. Die große, damit ihr das besser seht, und wir rollen nochmal die seitliche Linie vom Sprunggelenk hoch und nochmal über dein Becken kam. Auch das seitliche Rollen ist ein bisschen übungsintensiver, aber wenn man das dann wirklich zwei, dreimal gemacht hat, dann geht es leichter. Ich lege die Rolle nach unten, mein linkes Sprunggelenk rein, ich nehme das rechte Bein drüber, du kannst es auch hinten aufgestellt lassen, oder vorne ablegen. So, Popo hoch und du rollst da langsam rein. Heieiei. Seitliche Züge, wenn die sehr schmerzhaft sind, hat das ganz oft Auswirkungen auf die Füße, ne? Die Fersen, also Fersensporn. Bei mir ist es rechts immer noch mit dem Hallux, der zwar nicht mehr schmerzhaft ist, aber ich habe da leider noch diesen einen blöden verbogenen Zeh. So, aua, aua. Boah, die seitlichen Züge.
zu warnen, die unterste Rippe piekst. Die ist ordentlich pieksig. Andere Seite. Rechts. Und Popo hoch. Schön langsam in die seitlichen Züge. In der Wade. Im Oberschenkel sind auch immer noch ziemlich viele Fettzellen bei uns Frauen. Und wenn da so kleine entzündliche Prozesse sind durch Übersäuerung, das tut dann besonders weh. Und löse auf. So, die Rolle kann man auch total toll zweckentfremden und drauf sitzen. Guck mal, wie so ein Yoga-Keil, Yoga-Klotz, wollte ich sagen. So. Schön gerade sitzen, Schultern hängen lassen und du guckst mal zum Boden, Kinn zur Brust und zur Decke. Und nochmal richtig zum Boden. Ich spüre hier noch heftig, wie mein Oberschenkel nacharbeitet, außen und nach. Schau über die linke Schulter, ich schaue zu dir. Kinn richtig ran, über die Mitte, schaue ich über die rechte Schulter, alles was geht, Kopf gerade halten, jetzt habe ich hier einen Spiegel, ich muss nämlich nochmal korrigieren, links nochmal, weiter, 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 weiter und über die Mitte nochmal rechts und Mitte. Und hier meine ich immer wirklich bis zum Anschlag, schau und jetzt linkes Ohr, linke Schulter. Die rechte Schulter zieht kräftig runter. Mitte, rechte Schulter, rechtes Ohr, linke Schulter zieht tief. Und nochmal über die Mitte hoch und wechsel die Seite. Und über die Mitte hoch und rüber. Und zurück zur Mitte, Schulter kreisen, lösen. So, das waren, glaube ich, die kürzesten 60 Minuten, die ich schon lange hatte. Schön, dass du dabei warst. Heute war ja wieder ein 60-Minuten-Video. Morgen früh mache ich wieder 30 und am Samstag habe ich wieder um 9:60. Wir machen das gerne so, dass ich Wünsche erfülle. Das heißt, wenn du sagst, ich bin morgen früh dabei, mach doch bitte mal was für den Ellenbogen. Oder Schulternacken war ganz viel. Oder Kiefer. Oder Knie, was auch immer. Schreibe mir über E-Mail, Messenger, WhatsApp, schreibe unter dem Post. Schreibe mir, wie kann ich dir privat schreiben und ich gebe dir meine Adresse, meine Nummer. Ich würde mich total freuen, wenn ich dir da ein bisschen helfen kann. Ja, und dann sage ich für heute Tschüss. Komm mal nach vorne. So, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und liebe Grüße in die Ferne. Bis dann!